Bei Braun der Friseur bekommen heute diese zwei jungen Damen die It-Looks 2015. Ich möchte heute den Traum von längeren und vollen Haaren erfüllen. Die Seiten werden heute verlängert mit einer besonderen Technik. Ich werde dir einen Pony einschneiden, um es einfach weicher zu gestalten. Dein Blondton wird nochmal aufgefrischt mit der Haarfarbe von L'Oréal Professionnel High Lift, so dass du sommerlich frisch und cool aussiehst. Deine Haare werden heute kurz. Der komplette untere Teil wird schön kurz unterschnitten, ein paar Fransen bleiben über, das Deckhaar bleibt lang. Die Frisur soll nachher vom Punkt ausfallen, diagonal übers Gesicht liegen und einfach schön weich und lässig daherkommen. Farbtechnisch habe ich überlegt, dass du sehr, sehr blond wirst, dass du einen richtig coolen Sommerlook kriegst. Claudia bekommt mit Majirelle High Lift von L'Oréal Professionnel den Kolorationstrend 2015. Ein langanhaltendes, kühles und klares Blond mit natürlichem Farbergebnis. Christiane bekommt mit L'Oréal Professionnel Blond Studio ein maßgeschneidertes Blondierungskonzept für perfektes, kühles und strahlendes Platinblond. Als Pflegeprodukt für zu Hause würde ich das Color 10 in 1 empfehlen. Das ist eine Sprühpflege, die verstärkt die Leuchtkraft der Farbe und du kannst die Extensions noch besser durchkämmen. Ja. Du sprühst es einfach auf die Längen und Spitzen auf, super leicht in der Handhabung. Das Haar wird nicht schwer und du merkst sofort ein Ergebnis. Sprüh mal rein. Siehst du, es wird ist noch geschmeidiger, aber trotzdem nicht schwer. Du hast automatisch noch ein bisschen Volumen in deinem feinen Haar. Optimal ist natürlich auch fürs Föhnen und Glätten Liss & Pump Dual Styler. Zwei Komponente. Optimale Kombination aus Glättung, Hitzeschutz und Volumen. Okay. Ja? Du arbeitest es wirklich komplett in die Längen und Spitzen ein, auch im Ponybereich. Mhm. Wie föhnst du den Pony? Mit dem Lockenstab. Mit dem Lockenstab. Mhm, oder Rundwurst, je nachdem. Okay, dann brauchst du auf jeden Fall einen Hitzeschutz bis 230 Grad. Schützt er dein Haar, gerade weil das auch so fein ist und auch die Extensions. Ne? Die kannst du mitföhnen. Die kannst du mitföhnen, die kannst du mitglätten, du kannst alles damit machen. Du wirst auch sehen, die fügen sich so ein, dass die Frisur wirklich super easy zum Stylen ist. Ja. Ne? So, ich hoffe, dir gefällt dein neues Blond. Du siehst ja, ich habe es so ein bisschen kühler eingestellt, es ist ein Beige-Blond. Und häufig ist es so, dass in der Sonne oder von anderen Umwelteinflüssen sich das Haar nochmal verändert. Du kriegst so einen leichten Gelbstich, das kennt eigentlich jede Blondine. Du noch nicht, weil du bisher noch nicht blond warst. Drei Produkte würde ich dir da empfehlen. Einmal das Shine Blond Shampoo, den entsprechenden Conditioner dazu. Sind beide leicht violett eingestellt. Heißt, du arbeitest mit der Gegenfarbe zu dem Gelb und hast dadurch immer halt diesen klaren, kühlen Blondton. Wenn du das Ganze noch mal stärker haben willst, wenn du sagst, es ist mir jetzt irgendwie alles viel zu leuchtend geworden, ich möchte es wirklich wieder so beige wie nach der Friseuranwendung, dann arbeitest du mit dem Color Corrector. Du siehst, das hat ein starkes, violettes, fast blaues Pigment. Da bitte keine Angst haben, das darfst du einfach entweder mit in deine Maske reinpacken, die du zu Hause verwendest, oder pur verwenden und so kriegst du automatisch wieder einen schönen, strahlenden Blondton. Spülst du nach 5 Minuten maximal wieder aus und kannst du halt nach Bedarf anwenden, wenn du das Gefühl hast, dass dein Haar nicht mehr so glänzt und nicht mehr so kühl ist wie vorher. Mhm. Zum Styling benutze ich das Liss Control. Das ist eine Tagescreme für dein Haar. Benutzt du jedes Mal nach dem Haare waschen, nimmst eine kleine Menge, verteilst die in deinen Handflächen und gibst die in das handtrockene Haar einfach rein. Hast dann die perfekte Vorbereitung fürs Föhnen. Das kann man auch jeden Tag anwenden. Genau, kannst du jeden Tag anwenden, immer nach dem Waschen. Und dann hast du halt immer eine schöne Grundlage zum Föhnen und dein Haar glänzt und ist schön geschmeidig.
Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Du hast Volumen, du hast lange Haare, du hast ein tolles Blond. Ich denke, wir haben alles rausgeholt. Ja, sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Super wohl. Um dieses Volumen, was ich dir eingearbeitet habe, einfach zu erhalten, nimmst du das Infineon Diamond, sprühst das auf die Ansätze, lässt sie aber trocknen. Nicht sofort wieder durchwuseln, sondern im Nachhinein. So kannst du das Volumen, was du durch das Föhnen und das Glätten eingearbeitet hast, wirklich den ganzen Tag erhalten und du hast einen perfekten Glanz. Du siehst, einfach mit den Fingern durch, wild, trotzdem hast du Glanz. Ja, und das ist halt wichtig, besonders bei blonden Haaren. So. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Nein, perfekt. Bis da auf jeder Party. Danke dir. Du hast ja gesehen, wie einfach es zu stylen ist. List Control rein, mit der Bürste einfach ein bisschen durchföhnen. Zum Schluss habe ich nochmal das Crépage de Chignon benutzt. Ist ein Puder Mineralspray, das sprühst du einfach rein. Dadurch wird das Haar so griffig. Fühl mal. Du hast nicht so dieses Gefühl von einem Haarspray, aber es ist trotzdem irgendwie so befestigt, dass du ein sicheres Gefühl hast und nicht dass du die Angst haben musst, dass dir das jedes Mal wieder ins Gesicht fällt. Ja. Ne, deswegen kannst du ein bisschen rausfrisieren. Deine Augen finde ich sehr schön geschminkt. Ich hoffe, du fühlst dich wohl und magst noch einen neuen Look. Ja, sieht total das super ist sehr aus. Schön. Das freut mich. Das sind die It Looks 2015. Von Braun, der Friseur.